Jo, heute dritter Teil. I'm not like you talk. Ihr dachtet, es ist ein Rap-Format oder so ein Bodybuilding-Format. Falsch gedacht. Wer mich kennt, weiß, dass ich immer Bock habe auf was Neues. Und ich suche mir meine Interviewpartner so aus, wie mein Herz ausgelegt ist. Und wen ich mag, wen ich lieb, wer mich interessiert. Und heute haben wir einen ganz, ganz besonderen Gast. Hat nicht viel jetzt mit dem Sport zu tun oder mit Rap. Er kommt eher aus der Politik. Er ist für mich ein sehr großer Meinungsmacher, Jürgen Tödenhöfer. Und ich bin echt gespannt, in welche Richtung heute das Gespräch geht. Ich habe mich ehrlich gesagt gar nicht vorbereitet. Heute agiere ich wirklich nur mit meinem Herzen, weil mich der Mensch an sich komplett krass interessiert. Und da versuche ich sehr, sehr viel aus ihm rauszuziehen. Ihr seid live dabei. Wir steigen jetzt aus dem Auto raus. Herzlich willkommen, Jürgen. Ist mir echt eine Ehre. Wie soll ich dich nennen? Jürgen oder Herr Tödenhöfer? Nein, Marcel, du kannst mich Jürgen nennen. Okay, ich nenne dich Jürgen. Alles klar, danke dir. Freut mich, dass wir hier uns getroffen haben in meinem schönen Café. Ich auch. Und also lass dich nicht abstecken vom Zahnstocher, aber so, ich schlafe auch damit. Ja? Ja, der gehört zu meinem Leben dazu. Also ich habe dadurch auch schon ein Piercing gehabt morgens. Ja. Und damit komme ich vor. Ist das immer derselbe oder? Nein, nein, um Gottes Willen. Also ich habe hier mein Waffenarsenal, hast du ja gesehen. Okay. Und habe auch in verschiedenen Geschmackssorten und so. Das ist so mein Hobby so ein bisschen. Pfefferminz, Mango-Geschmack, alles. Ja, der große Herr Tödenhöfer. Der große Massiv. Die Menschen lieben dich. Ich bin einer dieser Menschen, der dich liebt. Ich bin einer dieser Menschen, der dich gerne teilt, der gerne schaut, was du machst, der gerne hört, wie ist deine Meinung zu diesen Punkten jetzt. Und immer wieder schaffst du es, mich zu überzeugen, dass das, was du sagst, komplett Hand und Fuß hat. Du umschreibst nichts, du verschönerst nichts, du gibst immer perfekte Fakten zu gewissen Themen, wo man dann wirklich sagt so, wow, das müsste jetzt die ganze Welt lesen, das müsste die ganze Welt hören und dann würde jeder wissen, das ist gerade die richtige Phase und die richtige Denkweise so. Aber trotzdem kommt das immer so zum Rollen, dass man so sagt so, ist das nur unsere Meinung? Ist das nur irgendwie sympathisch für uns, weil du das für uns schreibst, weil das manchmal auch aus unserer Sichtweise so ein bisschen kommt? Aber trotzdem kritisierst du auch Sachen, die bei uns passieren. Und das hat mich dann immer so dazu ermutigt, dass ich sage so, Tödenhöfer ist wirklich einer der größten Menschen, die hier noch in Deutschland auf jeden Fall mit ihren Füßen über die Straße laufen. Noch laufe ich mit den Füßen. Ja. Yeah. Beamen ist noch nicht erfunden. Ich bin ein Wahrheitsfanatiker. Ich möchte die Wahrheit sagen, ich möchte sie finden und ich möchte sie danach aussprechen. Und deine Freude hängt damit zusammen, dass es in unserer Zeit eine Tyrannie, eine Diktatur der herrschenden Meinung gibt und das ist eine andere Meinung. Das ist die Meinung der Amerikaner und ihrer Verbündeten, die bestimmte Sachen falsch beurteilen, weil das dann leichter für sie ist, wenn sie eben sagen, das ist ein Terroristenstaat, dann darf man da Bomben draufwerfen, so wie sie das jetzt gerade bei Iran machen. Oder es gibt Menschengruppen, die in Deutschland Schwierigkeiten haben, also Muslime. Muslime haben 8 Jahrhunderte lang die höchste Zivilisation der ganzen Welt gehabt. Fakt. Und haben einfach die Christen mehrere Jahrhunderte lang geschlagen und vorgeführt. Und denen muss man es jetzt geben. Und das ist so ein bisschen herrschender Trend. Und wenn da einer dagegen hält, hat der das schwer. Und wenn dir das gelegentlich Kraft gibt und Freude macht, ist das toll. Aber ich schreibe das nicht dir zuliebe, sondern weil ich auf der Suche nach der Wahrheit bin. Ich will die Wahrheit schreiben. Und die Wahrheit ist eben jetzt nicht, dass Muslime bessere Menschen sind als Christen. Um Gottes Willen, das ist kein Freifahrtschein. Sie sind mindestens genauso gut. Genau. Dir geht es um den Menschen an sich. Das ist auch herauszulesen, das ist Fakt. Ja, und wobei ich manchmal mir überlege, ob das Wort menschlich, das wirklich noch ein Kompliment ist, denn was die Menschen machen, ist ja teilweise auch schrecklich. Aber die Art, wie in Deutschland und im Westen mit Muslimen umgegangen wird, ist völlig inakzeptabel und ist zu vergleichen mit der Art, wie über Jahrhunderte mit Juden umgegangen worden ist. Das ist im Grunde genommen sogar ein Kompliment, weil mit den Juden ist schlecht umgegangen worden, weil sie teilweise geniale Begabungen hatten.
Und mit den Muslimen geht man schlecht um, weil man nicht weiß, wie man mit einigen mächtigen Staaten umgehen soll, die muslimisch sind. Und eines Tages wird der Islam die größte Weltreligion sein. Ist ja am meisten wachsende Religion. Weil sie wächst ja auch, es gibt viele, die vom Christentum übertreten, von anderen Religionen übertreten. Aber für mich ist es einfach eine der großen monotheistischen Religionen, aber auch nicht besser. Für mich ist ein Muslim einfach, oder die islamische Religion, da würdest du jetzt widersprechen, genauso spannend, genauso gut und genauso schön wie das Christentum oder auch das Judentum. Und da sind ja auch riesige Ähnlichkeiten, aber die weiß ja kein Mensch. Die wissen nicht, dass im Islam Maria am meisten genannt wird, Mohammed am wenigsten, Jesus ganz viel und Mose viel. Und natürlich seid ihr der Auffassung, dass der Islam die Erfüllung, die reinste Lehre ist. Ihr habt das Judentum verbessert, ihr habt das Christentum von Abwegen abgebracht, Einigkeit und so. Und so glauben wir, dass unsere Religion die beste ist und die Juden glauben das auch. Und es ist auch okay. Also ich darf nicht zur Diskriminierung anderer Menschen führen. Ja, also ich bin auch ein Freund davon, wenn jeder sich selbst seinen Weg ebnet und selbst seinen Weg geht und selbst die Welt erforscht. Ich bin ein großer Fan davon, dass jeder einfach sich selbst Gedanken macht, was ist überhaupt der wahre Weg. Weil einfach nur geboren zu werden als Christ, als Moslem, als Buddhist oder sei es auch immer egal welche Religion so, ist für dich ja kein Freifahrtschein, dass du nach diesem Glauben direkt ins Paradies kommst, sondern du musst ja wirklich auch etwas dafür tun und du musst etwas geben, du musst verzichten, du musst machen. Und dieser Weg hat jede Religion vor sich, also keiner hat einen Freifahrtschein. Und das Wichtigste an diesem ganzen Religionsdebatte ist ja letztendlich, wenn du nicht den Schlüssel hast zum Herzen, nützt dir kein Buch, das du auswendig lernst. Also so, deswegen haben wir eigentlich alle denselben Weg vor uns. Jürgen. Und machen alle unsere Fehler, gell? Alle. Aber richtige. Aber hallo. Ja. Ich habe ja mal ein Interview von dir gehört, wo du von deinen Fehlern gesprochen hast. Ich käme auf eine mindestens genauso lange Liste von Fehlern und Mist, die ich gebaut habe, als ich jung war. Echt? Deswegen hat dir das gefallen, dass du gesagt hast, du hast alle Scheiße dieser Welt gemacht in jungen Jahren. Ja, habe ich. Ja. Wo ich jung war, habe ich wirklich alles gemacht, was man machen muss, um komisch aufzufallen. Alles, was man machen muss, um Geld zu verdienen, um vorwärts zu kommen, weil ich bin unter armen Verhältnissen aufgewachsen. Also meines Erachtens, ich habe nie irgendwie Taschengeld bekommen, ich habe keine Brotbox für meine Schule bekommen. Ich wurde immer gehandelt als einziger Brauner von der ganzen Schule, was sich dann auch irgendwann geändert hat. Ich wurde fast schon gequält im Hort, in einem Nadinenhaus, also wirklich mit Kopf in die Toilette rein und das Erbrochene wieder essen und. Von wem? Nadinenhaus ist so eine, also nach der Schule gehst du dahin, um zu lernen und so. Und wenn du da der einzige, das ist so eine katholische Einrichtung war das, und da waren halt Nonnen, das war so wie ein Kloster. Wenn du da halt der einzige Braune bist und einer bist, der wirklich von seinem Elternhaus gelernt bekommt, wirklich kein Schwein ist zu essen, das und das, dann stößt du dort natürlich voll auf Kritik und stell dich mal in die Ecke und heute gehst du ins Spielen und heute machst du deine Hausaufgaben nochmal. Nur weil du kein Schwein gegessen hast? Weil ich Muslim bin. Ja. Also das hat man hart zu spüren bekommen. Also da kann man auch um den heißen Brei rumreden, aber mache ich nicht. Das war wirklich so, weil ich anders war als die anderen. Und da habe ich schon was mitbekommen für mein Leben, dass ich aus dieser Diskriminierung heraus wirklich Energie gebastelt habe, um wirklich mein Lebenswerk zu erfüllen. So. Das ist zwar im Gegensatz zu deinem, wenn ich so sehe und alles so bemesse und so, klein. Aber für meine Welt ist das vollkommen ausreichend, um in den Spiegel zu gucken und zu sagen, ich habe das Beste draus gemacht. Ja, deine Welt ist dein Universum und jeder Mensch ist ein kleines Universum. Und am Ende muss man was aus seinen Talenten machen, das versuchst du ja. Natürlich. Und der eine wird dann Schreiner und wird ein toller Schreiner, der macht da was aus seinen Talenten und Rapper zu werden, finde ich echt cool. Ich schreibe übrigens auch Lieder. Oh mein Gott. Was hast du denn damit? Schlager oder? Nein, das sind Chansons. Also sehr viele auf Deutsch, sehr viele auf Englisch, auf Italienisch, auf Französisch, Lieder über den Krieg. Die musst du mir mal wirklich zeigen. Also das interessiert mich mal wirklich. Ja, du hast noch nie was veröffentlicht oder so? Ich habe einmal im NDR-Fernsehen haben die mich gefragt, ob ich Inshallah singen würde.
Ah, hast du einen Song, der so heißt, ja? Nein, das ist Adamo. Das okay. ist ein italienischer Sänger und dann habe ich Inshallah. Wie geht's denn bei Qualität? Du hast einen Vertrag. Du kriegst direkt einen Vertrag, kannst du unterschreiben. Wir könnten irgendwann einen Song machen über, ich überlege ein Thema, das Mädchen von Mosso. Ist das eine Geschichte, die du erlebt hast? Nein, aber das ist eine Geschichte, wo ich ein Lied drüber geschrieben habe. Aber das sinngemäß so geht, also ich kriege das jetzt nicht ganz zusammen. Sie hatte Augen, lustig und rein und so weiter. Sie liebte Tanz und Musik, träumte wie wir vom ganz großen Glück. Doch dann kam dieser große Krieg. Doch dann kam dieser große Sieg. Wir haben wieder eine Stadt befreit im Namen unserer Gerechtigkeit. Ich sehe nicht fast, ja. Doch dann kam, das ist eine wunderschöne Melodie. Und da habe ich mir, als ich hergefahren bin, denen habe ich das nicht gesagt, dann hätten die gesagt, wir gehen nicht mit. Dann habe ich mir vorgestellt, und das ist sehr melodiös, dass dann du immer wieder dazwischen läufst. Doch dann kam dieser große Krieg. Doch dann kam dieser große Sieg. Und den Preis, das Ende, zahlen nie die Kriegsverkünder. Die Kriegsverkünder, den Preis zahlen die Väter, die Mütter, die Kinder. Wow. Und der Freddy, der hier sitzt, der ist nach Mosul gefahren. Während Freddy hat ja ein Buch mitgewirkt, mitgeschrieben. Ja. Und hat da eine Geschichte recherchiert. Und der ging nach Mosul 11 Monate. Nach der Befreiung oder 10 Monate nach der Befreiung. Und einen Monat vor der Befreiung von Mosul, Mosul ist platt gebombt worden. Ja, komplett. Amerikaner mit, die Deutschen haben die Luftaufklärung gestört. Und wir waren während der Bombardements dort. Ja. Also da hat es richtig gekracht. Und einmal hörten wir, die Amerikaner haben im umkämpften Teil von Mosul, Friedrich, das war West-Mosul, ja, haben sie ein Haus angegriffen, in dem über 130 Menschen aus Mosul mit Kindern Zuflucht gesucht haben, also Flüchtlinge waren. Und das Haus haben sie mit mehreren Raketen zerstört. Und wir hörten das und Frey und unsere Fixerin und ich, wir haben gesagt, wir müssen da sofort hin, wir müssen das filmen. Und da haben die Amerikaner großräumig das ganze Gebiet abgesperrt, damit niemand hinkam, weil sie ihre Raketen bergen wollte. Ja, das nicht, ja, nicht nachvollziehbar nicht ist. Nicht nachvollziehbar und keiner kommt an die Technologie ran. So, einen Monat später wird Mosul total zusammengebombt, also alles zusammen. Und Frederik geht 10 Monate später, also 11 Monate nach der Bombardierung dieses Hauses, wo die Raketen ja. geborgen wurden, geht hin und findet auf den Trümmern dieser Stadt tote Kinder, die nicht unbedingt sofort tot gewesen sind, sondern vielleicht tagelang schwer verletzt da lagen, mumifiziert so große Kinder, er findet Gefangene, die der IS gefangen hatte, die noch die Hände auf den Rücken gefesselt hatten, und er findet diese Menschen. Und ich habe dann gesagt, hallo, was ist denn das für eine Befreiung? Und dann haben mir Politiker gesagt, aber wir können uns doch nicht um die Toten kümmern, also das sollen die Syrer machen. Die Syrer waren vertrieben, waren tot oder waren weit weg. Und ich habe dann gedacht, die Raketen haben sie in diesem Befreiungskrieg, Anführungszeichen, die haben sie geborgen. Aber die Kinder haben sie nicht geborgen. Und da fände ich so ein Lied, das Mädchen aus Mosul mit dir, fände ich wunderbar. Du hast meine Hand drauf, dass wir das 100% machen. Das machen wir. Ist auch eine Herzensangelegenheit für mich, dich auf einem Tonträger zu haben. Zu 100%. Ey. Und du musst, nachdem du mir jetzt die Geschichte erzählt hast, also... Du kannst es ja verheimlichen. Aber mich hat nichts so beeindruckt wie die Fotos, die der Frederik mir von den Kindern, von den toten, ausgemergelten, mumifizierten Kindern von Mosul gezeigt hat. Das soll jetzt ja, wir behaupten ja, das wurde uns ja immer gesagt, wir befreien die Menschen dort. Dann befreist du die Menschen und lässt die danach tot, ein Jahr lang rumliegen, hältst die Stadt gesperrt, lässt dann jemanden mit. Mathematik. Das ist respektloseste, was aber die Raketen werden geborgen. Die Raketen sofort weg. Ja, weil. Und die Kinder liegen dann immer noch dort in Freiheit. Unglaublich. Und deswegen habe ich das Buch auch Die große Heuchelei
genannt. Aber ich denke einfach wirklich drüber nach, auch wenn der Friedrich nachher mit mir sprechen würde, sagen wir, lass das den Massiv alleine singen. Aber ich mach ich mach das schon mit deinem Vater. Das Thema ist durch. Also, ja, das will er ja nicht, ja. Ja, der muss ja auch. Gesagt, ja. Wir gucken noch, wie wir das machen. In den 80ern warst du der größte Befürworter zum Beispiel für Waffenlieferungen an die Dschihadisten gegen die Sowjetunion? Nee, aber einfach nein. Das war ich nicht. Afghanistan wurde von der Sowjetunion befallen. Genau. Und da kam niemand in die Sowjetunion rein. Und da habe ich beschlossen, halt zu Fuß reinzugehen. Und Afghanistan. Und bin über den Hindukusch, das 4000 Meter, mit einem Reporter der Bild-Zeitung, einem Fotografen, rübergelaufen und dann ins Land gelaufen. Und da habe ich das Elend gesehen eines Krieges zum ersten Mal durch die Sowjets und habe da genauso protestiert wie gegen die Kriege der Amerikaner. Und ich habe erklärt, was das Problem ist. Die Mujahideen hatten keine Waffen. Eingesetzt für diese Anti-Hubschrauber-Raketen hat sich ein Amerikaner, ein amerikanischer Senator, da gibt es auch einen Film drüber, ich habe ihn für Flüchtlingshilfe eingesetzt. Und ich war 39 Jahre alt, also junger Abgeordneter. Und ich bin sammeln gegangen für diese afghanischen Kinder. Und ich habe 20 Millionen Mark gesammelt. 20 Millionen. Aber immer nur für Flüchtlinge. Nie für Waffen. Nie für Waffen. Was hältst du überhaupt von diesem ganzen Mathematikspielchen, dass man Gruppierungen mit Waffen ausstattet, gegen große Regimes und? Ich fange mal bei Deutschland an. Ich finde es normal, dass Deutschland eine Bundeswehr hat. Ich finde es normal, dass diese Bundeswehr gut ausgestattet wird, aber nur für die Verteidigung. Mhm. Für die Landesverteidigung. Und alles, was wir machen, ist nicht Landesverteidigung, sondern wir beteiligen uns an Kriegen der Amerikaner in Afghanistan. Wir helfen in anderen Ländern militärisch mit. Wir liefern Waffen oder haben Waffen geliefert an Saudi-Arabien, mit denen sie jetzt die Jemeniten totbomben. Unglaublich. Und das halte ich, Landesverteidigung halte ich für zulässig. Waffenlieferungen in Krisengebiete halte ich für ein Verbrechen. In manchen Fällen, wie wer Waffen liefert an Saudi-Arabien, ist es Beihilfe zum Mord an Jemeniten. Weil jeder weiß, dass die Saudis diese Bomben abwerfen. Und ja, warum werden so viele Waffen verkauft? Es ist das irrste Geschäft, das es gibt. Weil du da nicht 5 oder 10 oder 20% verdienst, sondern da kannst du ein paar 100% verdienen. Du kannst Unsummen verdienen, weil die bereit sind, alles zu zahlen. Und die Waffen werden ja abgeworfen, dann brauchen sie neue. Und das ist eines der schlimmsten und schmutzigsten Geschäfte. Und wenn wir aufhören würden, in den Mittleren Osten Waffen zu liefern, wenn der Westen und auch die anderen Nationen aufhören würden, dort Waffen hinzuliefern, dann gäbe es dort nur einen Bruchteil der Kriege. Wahrscheinlich keine mehr. Aber es bringt halt viel Geld. Es bringt irrsinnig viel Geld. Und du kannst natürlich mit den Waffenlieferungen kannst du eine ganze Region steuern. Ich lese gerade ein Buch von einem tollen israelischen Historiker, der schildert, wie Israel sich darum bewirbt, dass es Waffen kriegt von Amerika. Aber Amerika hat im Eisenhower war das damals schon lange her. Amerika hat sich immer überlegt, ja, wir brauchen die arabischen Staaten, das Öl und Israel ist stark genug. Und die haben immer wieder Waffen reingeliefert, aber immer so, dass es ein Gleichgewicht gab. Und am Schluss, um die Geschichte kurz zu machen, am Anfang haben sie Israel nichts gegeben oder fast nichts gegeben. Am Schluss haben sie festgestellt, das beste Geschäft ist, wir liefern Saudi-Arabien Waffen, wir liefern aber auch Israel Waffen. Und am allerliebsten wäre ihnen, wenn Iran ihr Verbündeter wäre, dann könnten sie nämlich noch Saudi-Arabien und Israel und an den Iran Waffen liefern und würden irrsinnige Summen verdienen. Also ist eigentlich egal, wer gut und böse ist. Es ist nur wichtig, dass man... Er muss dein Kumpel sein. Also die amerikanische Politik, ich will jetzt nicht alles in Amerika kritisieren. Du kennst mein Buch, ich habe ein wunderbares Kapitel über New York geschrieben. Du kannst die amerikanische Politik relativ leicht erklären. Manche denken, warum sind die jetzt für den und für den und nicht für den und für die anderen? Amerika ist die Weltmacht Nummer eins. Und sie unterstützt nur ihre Freunde. Wer Amerika hilft, ist Freund. Und der kann dann
Diktator sein, das interessiert sie überhaupt nicht. Amerika arbeitet mit mehr als einem Dutzend Diktatoren eng zusammen, die kriegen Waffen. Und wenn einer gegen sie ist und Demokrat ist, wie zum Beispiel Allende in Chile, ja, wird der genauso weggeräumt. Aber die Sache ist, Jürgen, dass die Amerikaner an sich, wenn du die Bevölkerung mal so durchgehst und so, für die existiert in ihrem Bild, im Köpfchen, nur die USA. Ja. Alles andere sind halt nur Dörfchen. Das kommt halt durch diese... Die haben gar keinen Pass, die meisten Politiker. Echt, ja? Ja, wieso auch? Sie fahren ja nicht ganz aus. Bush war, wenn ich das richtig sehe, war Bush mal, bevor Präsident wurde. Aber die meisten haben echt keinen Pass. Weil die sagen sich, warum soll ich nach Kleineuropa oder nach Kleinasien fliegen, wenn ich in Amerika alles habe? Genau, die denken ja wirklich, Europa ist Bayern und Eiffelturm. Also genau. Bayern, Lederhose, genau. Hier ist der Eiffelturm und in Italien Nudeln irgendwas. Genau. Das war's. Ja, natürlich. Das war's. Und dann kennen die halt durch ein paar Marvel-Filme, wissen die halt, dass irgendwo in Griechenland auch mal irgendwas Historisches war. Und dann ist erstmal das Weltbild zu. Von euch wissen sie gar nichts. Nee, von also, uns wissen sie da nicht. Mal irgendwas Großes gerade. Also in New York dringt gerade so das Thema Falafel ein bisschen durch. Das war's. Also so schnell essen und weiterlaufen. Aber so überhaupt unsere richtige Kultur oder, ist noch nicht so durchgedrungen. Also da ist halt dieses Weltbild, was die Amerikaner an sich haben, dass nur Amerika gibt und danach kommt der Rest, das ist halt so das Gefährliche. Deswegen können die sich auch keine andere Meinung bilden, außer dass alles die Bösen sind, die was gegen uns haben sollen. Egal wie das auch zusammengeht. Für die hat man einen Namen. Man nennt sie entweder Terrorist. Terrorist heißt, du bist mein Gegner. Genau. Und man nennt sie eine Weile, man nannte die Mujahedin in Afghanistan Freiheitskämpfer. Ja. Als sie an der Seite, als Amerika ein Interesse hatte, dass sie die Sowjetunion besiegen. Und später hat man sie Terroristen genannt. Ja. Ja, du bekommst halt... Oder Schurkenstaat. Ja. Du bekommst halt... Aber der größte Schurkenstaat auf der Welt. Der größte... Nein, jetzt zitiere ich nicht mich. Ich zitiere einen großen jüdischen, amerikanischen Intellektuellen. Frederick Hensel hatte besucht letztes Jahr. Noam Chomsky. Er sagt, Amerika ist einer der größten terroristischen Schurkenstaaten der Welt und der Geschichte. Und das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Und das ist so schwierig, das auszusprechen. Und wenn du das aussprichst wie ich oder zu schreiben in Büchern, dann sagen Leute, boah, wie können sie das sagen? Das ist doch die Weltmacht. Ja, aber du musst es doch sagen. Du musst doch dagegen sein, dass Zivilisten totgebombt werden, dass Menschen gefoltert werden, dass Menschen... Gegner Amerikas in bestimmte Länder gebracht werden, damit sie dort besser gefoltert werden können. Mhm. Und das muss man doch angreifen. Und wenn Amerika das aufhört, könnte es wieder richtig unser Freund sein. Du bist der, mit der Einzige, der wirklich gegen den Strom schwimmt und immer wieder darauf aufmerksam macht. Zu dir zurückzukommen, so. Du gehst in die Politik. Was für Zweck hattest du, dass du Politiker bist? Hattest du schon bevor du das angefangen hast, dass du sagst, okay, ich werde Politiker, weil ich will das und das erreichen? Oder bist du Politiker geworden, um politisch nach oben zu kommen? Weil es gibt ja immer, einer will Erfolg und der eine will Sachen aufdecken. Weil dieses Aufdecken-Prozedere, was dich auch momentan so ausmacht, der, wo die Wahrheit ausspricht, das hast du ja im Jahre 2000, 2001 so wirklich für dich so ein bisschen mehr oder weniger entdeckt. Und seitdem würde mich halt interessieren, wie stehen die alten Politiker zu dir? Die finden ja dich teilweise verrückt, wa? Nee, gefährlich. Das meine ich. Also die können ja nicht sagen so, ey, das, was er gerade gesagt hat, das unterstreiche ich, sondern die distanzieren sich ja eigentlich alle von dir. Hast du noch Politikerfreunde in deiner Gang? Ja, ganz. Und das sagt ein Gangster. Ich hab Freunde. Wenn ich in Berlin bin, besuche ich in der Regel ein Mitglied der Bundesregierung. Also das kann Frau von der Leyen sein, als ich noch war, das kann Herr Altmaier sein, das kann der Parlamentspräsident sein. Und die sprechen selbstverständlich mit mir und die sprechen freundlich. Und ich habe mein Buch jetzt vor ein paar Wochen, habe ich eine Aktion gehabt, habe ich mein Buch allen Parteivorsitzenden und Fraktionsvorsitzenden geschickt und ich habe von allen, mit einer Ausnahme von Lindner, FDP, von allen eine Antwort gekriegt. Echt? Und teilweise nett. Also Kramp-Karrenbauer hat gesagt, sie stimmt mit mir nicht überein in dem Punkt, dass ich sage, sie kämpfen nicht ihre Kriege für Werte, aber das menschliche Engagement in dem Buch hätte ihr gut gefallen. Und die Merkel hat sich gerade
gestern oder vorgestern bedankt, dass ich das Buch geschrieben hätte. Das ist der Beweis dafür, dass ich es nicht gelesen habe. Da könnte sie das nicht schreiben, weil ich ein Buch auch die Kanzlerin kritisiere. Mhm. Aber ich habe gute Beziehungen und ich halte die Beziehungen auch, weil es mir die Gelegenheit gibt, wenn ich in irgendeinem Land bin, also ich war im Jemen zum Beispiel, ja, dann auch mit wichtigen Leuten zu sprechen und zu sagen, hallo, was wir da machen, das geht gar nicht, dass wir da Waffen hinliefern. Ja. Oder wenn ich im Iran bin, auch mit Frederik spreche ich dort mit dem Außenminister, und wenn ich dort mit denen spreche, spreche ich anschließend auch mit der deutschen Regierung. Und sage, die haben da ein Anliegen, können wir da nicht was finden, die werden da bereit zugestellt. Also ich nütze manchmal auch die politischen Kontakte, um zu versuchen, Lösungen zu finden. Verstehe ich. Nur für dieses eine Ziel. Und so war ich der bekannteste deutsche Abgeordnete ohne Amt. Das ist ja auch was. Jeder kannte mich, aber ein Amt wollte ich nicht, obwohl Kohl mir das am Schluss angeboten hat. Aber Kohl ist ja eigentlich ein super Typ, also so von seiner Karriere her, was er am Schluss dann nochmal so hingebogen hat, außenpolitisch. Ja, Kohl hat große Verdienste, und ich werfe mir eigentlich vor, er wurde ja dann am Schluss schwer krank, ja, dass ich ihn nicht nochmal besucht habe. Wir hatten eine Feindschaft, so eine keine richtige. Und dann war er bei einer Veranstaltung, die der Verlag, in dem ich der stellvertretende Vorsitzende war, gemacht hat in Berlin, das war die Goldene Henne. Und da saßen an so einem Tisch, so groß wie hier, da saß hier Gorbatschow, alle meine Gegner. Gorbatschow hat ganz schlimme Sachen über mich früher gesagt. Genscher. Und da saß Genscher, woher weißt du das? Weil ich das weiß. Und da saß Kohl. Und der Kohl sagte, es war in Berlin, ich hätte gerne Bier. Und dann sagt die Bedienung zu ihm, hier gibt es kein Bier. Und der Kohl verdurstete innerlich. Und ich bin heimlich aufgestanden, bin in die Küche, und die haben gesagt, es gibt hier kein Bier. Ich sage, ich bitte. Und dann hatten sie ein Bier, und dann habe ich ihm einen Pilz gebracht. Und dann noch eins. Und dann waren wir wieder Freunde. Hast ihn abgefüllt. Und der Gorbatschow hat zu mir gesagt, weil da gab es ja damals die Nachrüstungsdebatte, die Helmut Schmidt von der SPD gemacht hatte, nukleare Aufrüstung, ganz schreckliche, schwierige Themen. Und da sagte der Gorbatschow, Todenhöfer, sagen Sie, der wusste, der merkte, dass ich Gastgeber an dem Tisch bin, sagen Sie, sind Sie verwandt? Da gibt es so einen Rechtsaußen in der CDU, ganz schrecklich, ja? Sind Sie mit dem verwandt? Todenreise, hat gesagt, das bin ich. Oh mein Gott. Hat der Gorbatschow gesagt, was? Also hat sich schon zu ihm weitergesprochen. Ja, und das klingt jetzt komisch, wir haben uns toll verstanden. Er hat mich nach Moskau eingeladen, und mit Genscher habe ich am Schluss auch Freundschaft gehabt, und ich habe ihn häufig zu Hause besucht. Und es ist eigentlich schade, dass er nicht mehr da ist, weil da hatte ich einen Freund, der mich auch unterstützt hat, der auch mal meine Meinung vertreten hat. Und ich denke so, jetzt kommen wir zu einem Thema, wo ich so in diese Richtung ein bisschen schlagen muss. Du hast damals, also ist sehr, sehr interessant, also immer noch für mich auch. Ich rede immer von meinem persönlichen Aspekt so. Zu den ISIS zu reisen, also nach Syrien, und da Urlaub zu machen. Naja, Urlaub war das nicht. Das weiß ich, ja genau. Jetzt komme ich aber zur eigentlichen Frage so. Wenn man das schon macht und so, warum nimmst du dir nicht... Sorry, Frederik, wenn ich das so direkt frage. Warum nimmst du dir nicht einen ganz normalen gezahlten Arbeiter mit, der die Kamera dann drauf richtet, während du diskutierst, machst und tust und Bericht erstattest? Wie hast du das Herz dazu gehabt, deinen Sohn mitzunehmen? Ich weiß, dass er dich nicht alleine gehen lassen hat, von meinem eigenen Selbstverständnis her so. Aber dann hättest du doch müssen sagen, okay, dann gehe ich nicht. Weil das ist ja so und so, so eine riskante Reise gewesen, von außen betrachtet, dass es eigentlich Wahnsinn ist, dass man überhaupt selbst dort hingeht. Oder hast du das alles so im Griff gehabt, dass du dachtest, so, okay, ich habe dort alles so safe, weil so safe war das ja nicht. Also erst nochmal, ich fand es safe, weil ich echt eine Garantie des Kalifen hatte. Gibt es Garantien, Chef? Ja, aber die haben die veröffentlicht, und die wollten als Staat anerkannt werden. Und wenn man als Chef eines Staates
eine Garantie ausspricht, Herr Totenhöfer und seine Begleitung werden Leben wieder zurückgehen, habe ich gesagt, die haben ein riesen Interesse, uns Leben zurückgehen zu lassen. Und der Friedrich hatte mir die Kontakte zu deutschen IS-Leuten auf ganz mühsame Art und Weise im Internet hergestellt. Und ich habe dann an Sonntagen da gesessen und habe geskypt mit Syrien und habe mit den Terroristen geskypt und habe die ausgefragt und habe dann gesagt, ich würde euch auch gerne mal besuchen, aber ich würde gerne mit Leben nach Hause kommen. Ich würde gerne. Ja. Und das ging über Monate, dieses Skype, und da saßen alle Geheimdienste dieser Welt wahrscheinlich mit, nicht nur meine, ja, kannst meine nicht Schwester, ausschließen, ne? Saßen alle dabei und haben da mitgehört. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, ich will jetzt kommen. Und dann kam die Garantie und dann habe ich dem Friedrich gesagt, Friedrich, ich kann dich nicht mitnehmen. Ich kann dich nicht mitnehmen. Der war zwar, die tun immer so ein Kind, aber der war schon... Man muss dazu aber auch sagen, wir haben ja davor, mein Vater davor jahrelang in Kriegsgebiete immer gereist. Der IS ist jetzt, außer dass natürlich der IS war, nicht unsere, würde ich mal sagen, gefährlichste Reise, sondern von Bombardierungen her waren andere Reisen sehr, sehr, sehr viel gefährlicher. Aber das war halt eine andere Konstellation. Aber der entscheidende Punkt war, der Friedrich hat gesagt, hallo, der hat ganz anders argumentiert. Was du hier machst, mich nicht mitnehmen, ist eine große Gemeinheit. Denn wenn du umkommst, muss ich mein ganzes Leben damit leben, dass ich dir bei der Vorbereitung dieser Reise geholfen habe und dass du diese Kontakte nie gekriegt hättest, ohne dass ich im Internet recherchiert hätte. Und wenn du mich jetzt zurücklässt, machst du mich kaputt. Entweder du verzichtest auf die Reise oder ich gehe mit. Das Ultimatum hat er dir gestellt, ja? Ja, totales Ultimatum. Und das ist, also Söhne, Väter und Söhne, das ist eine Geschichte für Respekt. Für ihn ist er dir gesagt, er hat echt gedacht, das Leben. Jetzt, ich habe noch sogar am Tag vor der Abreise gedacht, 50-50, die verarschen uns, die schneiden uns den Kopf ab. Aber besser wissen halt dabei, als dass du zu Hause sitzt und zum Schluss wie ihm der Kopf abgeschnitten wird. Also ja, ja, natürlich. Lieber dabei sein, sagte er sicher. Ja, klar. Vor allem war es für uns so, es gab ja einfach auch fast zehn Tage keinen Kontakt. Wir wussten ja auch nicht. Die hatten keinen Kontakt mehr. Kein unnormal. Es hieß eigentlich am Anfang, ja, die haben es da reingelegt. Die haben jeden Tag mit der Familie Kontakt haben dürfen. Und am ersten Tag habe ich einmal alle kontaktieren dürfen. Und danach wurden uns die Handys weggenommen. Und 10 Tage lang ist meine Familie weinend zu Hause rum. Boah. Und die haben Panik gehabt. Die haben alle möglichen versucht, Regierungen einzuschalten und sonst was, um zu sagen, wir haben keinen Kontakt mehr zu denen. Was ist los? Dann nach 10 Tagen, als wir zurückgefahren sind, als wir gerade über der Grenze waren, haben wir meine Schwester angerufen, weißt du noch, die haben geschrien und geweint. Ja, und mich beschimpft, wie kannst du das machen, uns nicht anzurufen. Und wir dachten, so Mails, die wir geschrieben haben, seien weitergeleitet worden. Aber es gab schon Vorbereitung. Erstens hatte ich das Papier, zweitens waren 3 Regierungen im Umland des sogenannten Islamischen Staates informiert und haben mir versprochen, wenn was geschieht, würden sie sich einschalten. Also das mit Garantie? Nein, keine Garantie, aber die haben gesagt, wir holen sie aus. Aber beim IS, dann noch mit der Garantie auch. Der Abu Bakr, Baghdadi hat sich als Emir al-Mu'minin, als Emir von al-Muslimin gesehen. Und diese religiöse Autorität hätte er ja kaputt gemacht, wenn er gesagt hätte, Bismillahirrahmanirrahim, ich verspreche hiermit, dass sie kommen dürfen, nichts passiert. Hätte er das gemacht, dann wäre so wie, du schwörst auf Gott, dass sie sicher sind. Und da hat er recht gehabt, er hat denen gesagt gehabt, ich will nicht nur eine Garantie haben, sondern ich will, dass ihr die Garantie veröffentlicht. Und der IS hat dann diese Garantie veröffentlicht und war dadurch sozusagen gefangen in seiner Aussage. Und das ist die Sicherheit. Die er Aber hat. Es war dann doch wackeliger und wenn, du erinnerst dich ja in meinem neuen Buch, unsere Begleiter sind alle tot. Mit gezielten Schlägen getötet worden. Der eine lag im Krankenhaus, der andere ist bei einer anderen Gelegenheit getötet worden. Und was noch dramatischer war, unsere Begleiter waren die Leute, die diese Kopfabhack-Sachen gefilmt haben. Die ganze Propaganda. Wir waren der netteste von denen, also Entschuldigung, wenn ich das sage, nett, aber der hat in schwierigen Situationen, war der fair, der war der Fotograf von Jihadi John, der ja. Filme gemacht ja. hat, die durch die ganze Welt ging. Und das haben wir entdeckt in einem Foto,
im Internet, wo wir ihn bei einer Erschießung, wo wir ihn an der Kamera sehen. Der andere hat das alles geleitet, das war ein Solinger. Und wir haben, ich habe den Jihadi John, der Fahrer Jihadi John war der Kopfabschneider, ja, ja. Der mit dem Messer. Ja. Und der trug immer einen Schal. Ja. Und Frederik hat den identifiziert an der Sprache, das ist ein Londoner Vorort, aber hatte immer diesen Schal an. Und als wir in Mosul, war in Mosul, ja, einmal essen gegangen sind, musste ich auf die Toilette. Ja. Und gehe durch einen Nebenraum, so wie hier, und da hatte er den Schal ab. Und ich konnte den sehen mit seinen langen Locken. Und es hat mich nicht interessiert, weil ob der Fahrer jetzt lange Locken hat oder nicht. Der aber meinte, ich sei rausgegangen, um ihn auszuspionieren. Ah. Und es hat dann im Laufe des Tages furchtbare Auseinandersetzungen gegeben, Schreiereien, und dann haben sich die ganzen Terroristen in ein Nebenhaus zurückgezogen und haben stundenlang nicht mehr mit uns gesprochen. Wahrscheinlich, weil sie diskutiert haben, was sie jetzt machen. Der Solinger Terrorist hat sich geweigert, noch mal eine Nacht mit uns zu übernachten. Der andere, der Nettere, in Anführungszeichen, ist immer bei uns geblieben. Und einer dieser Terroristen hat regelmäßig mit seiner Familie telefoniert in Deutschland. Und hat gesagt, so, wisst ihr, wer übrigens bei uns ist? Die Totenhöfer sind gerade da. Und der hat auch erzählt, was an diesem Tag geschehen ist. Und da haben sie diskutiert, ob sie das Versprechen canceln, abschießen und uns umbringen. Und die Begründung war, die haben gemerkt, dass wir ständig gesagt haben, das ist doch nicht Islam, was ihr vertreten. Im Islam beginnen alle Koranverse, bis auf einen, wo es erst am Schluss kommt, mit dem Satz im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Allerbarmers. Also haben wir ständig gefragt, wo ist denn eure Barmherzigkeit? Das heißt, wir haben ständig ihren Glauben in Frage gestellt. Und die haben auch keinen Islam. Aber das war dir ja vorher klar, dass du dorthin gehst und das voll kritisch siehst. Aber das war denen anscheinend nicht klar. Ja, aber wir haben gedacht, ich glaube, die haben wirklich gedacht, dass ihr Promo für das wir sagen würden, hey, hier und da, man kann es interpretieren, wie ihr es wollt, die halten den Staat, die haben Krankenhäuser, die funktionieren, die nehmen Steuern ein, der Straßenverkehr funktioniert. Das stimmt ja auch. Aber sie vergewaltigen die Religion, sie bringen unschuldige Menschen um und sie haben der Religion mehr geschadet, als eigentlich Leute wie George Bush oder Trump oder sonst wer im Nachhinein das getan haben. Und die haben gemerkt nach einer Zeit, dass mein Vater überhaupt nicht mit denen d'accord ist und dass es sie wirklich gut, dass er ihnen schaden wird. Und die haben davor vielleicht gedacht, aber eben vielleicht wie bei den Mujahideen oder wie in Syrien, wird es mein Vater sich einer harten Kritik enthalten. Nee, aber da haben sie gemerkt, der kritisiert sehr stark. Und da war es für die dann, nee, dann bringen wir die wahrscheinlich um. Aber der eine Solinger und andere haben dagegen gehalten und haben gesagt, wenn wir den Vertrag brechen, ist es viel schlimmer, als wenn er über uns schlecht würde. Das war der Grund, warum wir uns letztendlich am Leben gelassen haben. Aber Sie haben gemerkt, dass ich nicht gut schreiben würde über Sie. Und mein Hauptpunkt war, Sie vertreten nicht den Islam. Und zwar überhaupt nicht, nichts. Sie hatten auch gar keine Ahnung. Und ich hatte den Koran dreimal gelesen. Wahrscheinlich mehr als du. Wahrscheinlich dreimal ist schon... Dreimal ist ein Stück, ja. Vor allem die deutschen Übersetzungen sind ganz schlecht. Ja, das war IS und... Und jetzt ist alles kaputt und die Städte sind kaputt. Und sie haben mehr Leid angerichtet. Haben dir teilweise die Jungs auch Leid getan, die so ein bisschen Gehirn gewaschen waren? Also im echten Leben, dass das eigentlich normalos sind? Für mich hat neulich ein bestrafter IS-Terrorist angerufen. Und der hat... Aus dem Knast oder wie meinst du das ist? Der hatte mehrere Jahre... Also ich verneble das jetzt ein bisschen, mehrere Jahre. Bruder, mach mir mal noch so ein Kamillentee. Ja, mir Bruder auch. Und ein Wasser. Bitte. Und der hatte ein paar Jahre abgesessen und war rausgekommen, auf dem einen Auge sieht er nichts mehr und er hatte auch noch eine andere schwere Verletzung. Und da hat er gesagt, er möchte aufklären. Er möchte sagen, was das für eine Scheiße war. Und er kriegt keinen Job und hat gefragt, wie er einen Job kriegen kann. Und dann wird ja... Auch deutsche Knastis kriegen keine Jobs, das ist aber ein Problem. Und das Zweite war, wie kann ich aufklären? Dann habe ich gesagt, sag mal, wie kannst du redest so vernünftig, wie bist du da reingefallen?
Und er sagte, die sind zu mir gekommen und haben mir die Bilder aus Syrien gezeigt. Und haben gesagt, das sind unsere Brüder und Schwestern. Das sind Kinder, kleine Jungs, Mädchen, die von diesem Diktator getötet werden. Die Geschichte in Syrien ist ein bisschen komplizierter, ja, als jetzt ich und du gesagt haben. Und wir müssen denen helfen. Da sage ich, aber Entschuldigung, auf das, da kann man doch nicht reinfallen. Ich kann ja auch sagen, die Amerikaner machen das und das und dann marschieren wir in Amerika. Das geht doch nicht. Da sagte er, ja, was sagst du, wenn, die haben ja dann gesagt, was machst du hier, wenn in dem Nebenraum ein kleines Mädchen vergewaltigt wird und in Stücke gehauen wird? Was machst du dann? Man sagt, ich gehe rüber und helfe ihr. Man sagt, haben die Gehirnwäscher gesagt, und genau das erbitten wir von dir. Dass du gegen den Assad kämpfst, der die Kinder zehnweise umbringt, dass das alles ein bisschen differenzierter war, ist eine ganz andere Frage. Das Regime hat viele Leute umgebracht, aber die Rebellen auch. Und dass du gegen die Amerikaner kämpfst. Und er sagt, was soll ich denn sagen? Ich hätte doch nichts. Dann sage ich, aber auf den Krieg kann man doch nicht reinfahren. Ja, ist reingefallen und möchte jetzt Menschen aufklären. Unglaublich. Und Mädchen, warum sind Mädchen mitgegangen? Ich bin in eine Organisation gegangen, ich sage jetzt nicht wo, in Süddeutschland, weil ich hörte, dass ein 15-jähriges Mädchen zum IS gehen wollte. Und dann habe ich die jungen Leute gefragt und habe gesagt, Mann, das ist doch völlig bescheuert. Ich war im IS. Ihr könnt doch da nicht hingehen. Da wird gemordet, die morden genauso wie die Amerikaner. Und ich habe nur blöde Antworten gekriegt und ausweichende. Und das 15-jährige Mädchen war nicht gekommen, eigentlich war ich nur deretwegen gekommen. Und dann steht ein hübsches Mädchen auf und sagt, ich bin ihre Freundin. Ich sage Ihnen jetzt, warum die hingehen. Ihr Freund, der ist 19 oder 18, der ist arbeitslos, der ist nichts. Dort kriegt er Wolfskin, Kleider, eine Maschinenpistole, AK, weiß ich nicht, oder eine deutsche, und ist ein Held, ein Freiheitskämpfer. Und sie sitzt hier in einer Sozialwohnung und wird sozial betreut mit 15, und dort ist sie mit einem Helden zusammen, ich sage es mal ganz offen, und wird jeden Tag einmal richtig kräftig von dem durchgenommen, wenn nicht mehrmals. Die leben ein ganz anderes Leben. Die kommen aus der sozialen Unterschicht raus. Er wird ein Held und sie wird die Frau eines Helden. Und sie fragen, warum die mit will. Die will raus aus der Scheiße hier und die will mit dem Helden zusammen sein. Da habe ich gesagt, das kann doch alles nicht wahr sein. Das hat die Freundin von der gesagt, die... Ja, natürlich, die wollte einen richtigen Kerl kriegen. Und Frederik und ich, wir haben junge Leute in Mosul getroffen, Schweden, einen jungen Schweden, blond und... Und wir haben gesagt, Mann, was machst du denn hier? Schwede? Ja. Oh. Er sagte, ich habe hier the time of my life. Es ist die Zeit, die größte Zeit meines Lebens. Erinnerst du dich? Ich muss aber halt eine Sache, muss man ein bisschen auch unterscheiden. Bis Anfang 2014, bis Mitte 2014, wo der IS sozusagen groß mit seiner Propaganda wurde, da sind ein Großteil dieser Leute rausgegangen, denen du erzählt hast, die eine Motivation hatten, da was Gutes zu tun, zu helfen und dann in den Krieg mit involviert wurden. Die Leute, die zum IS ab 2014 gegangen sind, die wussten aber von der Brutalität. Für die war es dann, ich will Löwe sein, ich will da Held sein und so weiter. Sprich, da ist auch nochmal ein Zwischen. Die danach, glaube ich, auch von dem Krieg und dem Helden waren. Und mein Fazit nochmal, es gibt keine Begründung, keine tragfähige Begründung für den IS. Ich kann immer nur sagen, nein, nein, nein. Schließt euch diesen Terrorkopf nicht an. Auf keinen Fall. Aber wir haben jetzt mal was ganz Gewagtes gemacht. Wir haben mal versucht, die Motivationslage dieser Idioten auszudrücken. Deswegen schweifen wir rüber in ein anderes Thema. Wenn eine palästinensische Familie über zwei Generationen hinweg zwischen Häuschen aufbaut und immer wieder weggerissen bekommt und dann der Neffe irgendwann auf einen gepanzerten Wagen ein Steinchen schmeißt und er dann zufälligerweise in der ganzen Demo ein Kügelchen abbekommt und drauf geht, dann war es ja auch nur ein Terrorist und nicht ein Freiheitskämpfer. Und das ist halt auch so eine Debatte, die würde ich gerne bei dir aufmachen, wie du diese Sichtweise auch, also wie du diese Sicht siehst
was man dagegen machen könnte. Weil immer, wenn ich in Palästina war, mit der Deutschen Botschaft oder Goethe-Institut, habe ich mich persönlich immer mehr für ein Juden interessiert, mit ihm zu reden, als ein Palästinenser, weil Palästinenser halt immer verschiedene Auffassungen, aber mich hat wirklich interessiert, was sagt ein jüdischer Kollege zu dieser Situation, in der sie leben. Und komischerweise, mit jedem, wo ich geredet habe, hat mir immer gesagt, so das Einzige, was das alles perfekt verändern kann, ist ein friedliches Zusammenleben, das ist die einzige Lösung. Aber dann finde ich, dass die Politik komplett das Verkehrte macht. Ich war sehr häufig in Gaza oder in Palästina und ich war sehr häufig in Israel. Du hast sogar ein Gummigeschoss abbekommen, oder? Ja, Gummi wäre noch nett. Das sind so wie so ein Ei, richtig harte Plastikgeschosse. Die tun weh, die Dinger, oder? Ja, wenn du sie, die töten teilweise und sie zerschlagen Knochen. Aber bei mir ist es nicht der Rede wert, dass wenn da die Knochen wehtun und du kannst eine Weile nicht, ein paar Wochen nicht schlafen, das ist ja nichts gegen das, was den Palästinensern geschieht. Bei denen wird ja gezielt auf die Knie geschossen und das Bein muss dann amputiert werden. Und das heißt, es gibt ganze Fußballclubs in Gaza von einbeinigen Jungs, die gegeneinander spielen. Fußballclubs. Und es sind allein im letzten Jahr über 300 Palästinenser bei diesen Demonstrationen getötet worden. Über 300 wird hier kaum berichtet. Es sind allerdings auch 7 Israelis getötet worden, aber 300 Palästinenser. Und ich mache nie Demonstrationen. Aber ich habe dieses ganze Elend da gesehen und dann habe ich mir so ein Schild gemalt und habe draufgeschrieben: Liebe Israelis, bitte behandelt die Palästinenser genauso, wie ihr selbst behandelt werden wollt. Das ist die goldene Regel aller großen Religionen. Das Islam, das Christentum, das Judentum. Und bin da vorgelaufen, weil ich dachte, ihr macht das falsch, wenn ihr mit brennenden Reifen geht oder so Ballons rüberschickt. Wobei die Ballons sind keine Ballons, das sind Kondome. Aha. Das ist ein Krieg der Kondome, die schießen Kondome rüber, die mit irgendeinem Gas, das sich dann entzündet, gefüllt sind. Und ich fand das alles falsch. Nicht, dass sie jetzt Kondome schießen, sondern die brennenden Reifen. Ich habe gesagt, damit macht ihr die friedliche Demonstration kaputt. Macht's mal so wie ich. Und bin halt zu dem Schießturm gelaufen. Aber das funktioniert halt auch nicht. Ich habe in Gaza mit dem Geld meines Buches über den IS einen Fußballplatz und einen Spielplatz gebaut. Wow. Aber einen richtig guten Fußballplatz mit echtem Rasen. Ich habe das Eröffnungsspiel mitgemacht. Habe tosenden Beifall gekriegt, als ich auch zur zweiten Hälfte angetreten bin. Musste mich ständig mit meinem Sohn auseinandersetzen. Es war brütende Hitze, obwohl es nachmittags war, weil der ständig vom Spielfeld hat. Der saß im Schatten und brüllte: Lauf doch! Mann, lauf! Den musst du doch kriegen! Lauf mehr! Hopp, hopp! Und der hat es ernster genommen als du. Der gar nicht ernst. Der saß gemütlich am Rand. Und er ist ein Fußballfanatiker. Der spielt jeden Samstag Fußball in Stuttgart. Dann haben wir gedacht, vorhin gehen auch mal richtig an, wenn er spielt. Das konnte ich gar nicht gebrauchen. Und wir haben den Spielplatz eingeweiht und dann hat mir ein Bürgermeister von Gaza, ein kleiner Bürgermeister vom Ortsteil gesagt, sie haben uns unsere Würde wieder zurückgegeben. Und die Menschen sind einfach glücklich. Sie haben mit denen gespielt, wir haben ihnen Trikots geschenkt, einen Platz geschenkt, einen richtig schönen, so einen satten Rasen. Super. Den haben wir nicht im Englischen Garten. Und wir sind dann alle glücklich nach Hause gegangen, weil wir dachten, wir haben was Vernünftiges getan. Und in der Nacht hat es irgendwann gekracht. Und dann haben wir am nächsten Tag uns erkundigt, was war das? Und dann hieß es, hat wieder irgendein Idiot eine Qassam-Rakete abgeschossen und es war wahrscheinlich nicht einmal die Hamas, sondern es war der Dschihad und da gibt es so kleine Gruppen, das kannst du aus jeder Ruine aus abschießen. Und da haben die Israelis eine Hamas-Stellung angegriffen. Die greifen dann immer die Hamas an, weil sie sagen, ihr seid dort gewählt, ihr seid verantwortlich.
kann man nachvollziehen. Aber die Rakete hat die Stellung der Hamas getroffen, aber die Splitter sind 1000 Meter weit in einem Bauernhaus eingeschlagen. Und ich habe gesagt, muss ich sofort hinfahren, muss ich sofort, oder wir sind sofort dahin gerast. Und in dem Bauernhaus hat die Rakete 2 Kinder getötet. Und wir haben das Blut noch gesehen. Und unser Begleiter hat gesagt, wenn Sie wollen, können Sie jetzt zur Beerdigung gehen. Und dann bin ich zur Beerdigung gegangen. Am Tag vorher hatten wir den Platz eingeweiht. Und jetzt konnte ich den weinenden Vater einfach nur in die Arme nehmen. Ich habe ihn in die Arme genommen. Ich habe ihn nicht gefragt, zu welcher Partei gehören Sie. Der gehörte zu gar keiner Partei. Der war einfach Mensch. Und seine Kinder waren tot. Und ich habe gemerkt, die Würde, die wir versucht haben, am Tag vorher denen zu geben, wurde direkt wieder gebrochen. War wieder weg. Und ich halte das wie du für eine Tragödie. Und ich glaube, es ist auch nicht im israelischen Interesse. Israel wird über die Jahrhunderte nur überleben in einer Welt von Freunden, nicht unter Feinden. Aber die Frage ist halt, wo willst du jetzt noch einen palästinensischen Staat gründen? Rein palästinensisch ohne israelische Siedlung sind nur noch 12% von Palästina. Ja. Zum Beispiel diese komplette Situation im Jemen, das müsste ja eigentlich gar nicht sein. Ja, also Jemen, wir schreiben ja immer wieder über Jemen. Das ist unnormal, diese Situation müsste gar nicht sein. Das ist einfach nur herauskristallisiert durch dieses Unvermögen dieser arabischen... Naja, die Houthis, also das Schöne ist ja, ich kriege da immer die neuesten Informationen und ich telefoniere regelmäßig mit den Houthis, nachdem das jetzt passiert ist mit dem Drohnenangriff. Und kann da Fragen stellen. Das ist das Neue, Tolle in unserer Welt. Die haben genauso WhatsApp wie ich und die kennen mich, weil ich dort war. Aber die Houthis anzugreifen, wie Saudi-Arabien das macht, ist einfach völkerrechtswidrig. Es gibt keinerlei Legitimation, die bedrohen Saudi-Arabien nicht, sondern die haben die, in Anführungszeichen, Frechheit besessen. Die haben den pro-saudischen, den Mann Saudi-Arabiens, der Präsident Jemens, Hadi hieß der, den haben die Houthis vertrieben, weil sie gesagt haben, du bist einfach nur eine Marionette. Und den haben sie vertrieben und das haben die Saudis nicht akzeptiert und haben vor 4,5 Jahren eine Koalition zusammengestellt und die bombardiert jetzt regelmäßig den Jemen. Als ich im Jemen war, gleich am ersten Abend, irgendwann zitterten plötzlich die Fenster und dann fing das Bett an zu schwanken und am nächsten Morgen sind wir hingegangen und da waren über 30 Gefangene, vielleicht waren es auch 40, getötet worden von den Saudis. Und das ist auch ganz, ganz beeindruckend und schlimm. Du hörst dann, die Flugzeuge kommen an, du hörst diesen Heulton und dann gibt es ein furchtbares Krachen. Und bei dem Krachen sind die Gefangenen aus dem Gebäude geflohen. Und dann kommt, wie bei Terroranschlägen, dann kommt der zweite Schlag auf die Fliehenden. Das zweite Mal. Und dann, die ganze Stadt geht in Deckung. Du hörst abends noch den Verkehr, die Motorräder, die Autos. Dann hörst du noch das Zischen der Flugzeuge, das Heulen der Flugzeuge. Die drehen noch 2-3 Runden. Und dann drehen sie ab nach Saudi-Arabien. Und die hatten Luftbetankung von den Amerikanern, bombardieren mit amerikanischen Bomben, mit englischen Bomben, die beiden machen das riesigste Geschäft der Welt. Und manchmal bombardieren sie auch mit deutschen Bomben, weil wir über, ich nenne es nicht die Waffenfabrik, weil wir über deutsche Waffenfirmen auch Waffen hinliefern. Und es geht fast jeden Tag so. Und wir sind dann einmal an die Front gefahren, an die Front zu Saudi-Arabien. Und das ist das Leben der Jemeniten dort. Du sitzt in einem Auto. Und in dem Auto war ein Houthi-Kommandant mit 4 Houthi-Kämpfern und dann habe ich gefragt, von was lebt er denn, wer zahlt euch denn? Dann sagen die, wir sind Kraftfahrer, 2 Wochen arbeiten, 2 Wochen kämpfen, aber die kriegen uns nicht klein. Und dann sind wir an die Front gefahren und dann habe ich den Kommandanten noch gefragt, welches Risiko haben wir? Dann sagt er 100%. Und dann kamen die ersten 2 Flugzeuge. F-15,
Frederik hat die dann diagnostiziert und sagt, das ist keine F-16, das ist eine F-15. Und die kommen dann angeschossen, der Fahrer sagt, raus aus den Autos, die greifen immer Autos aus, also springst du raus. Und dann kam der erste Vorschlag, der hat gesagt, auf Steine setzen wie Schafshirten und nicht rühren. Und dann springst du aus dem Auto raus, rennst in eine Steinwüste rein und setzt dich auf den Stein und machst den Schafhirten. Also ein komisches Gefühl, den Schafhirten zu spielen, wenn über dir zwei Flugzeuge. Ja, ja. Und um dich herum zerstörte Brücken, zerstörte Schulen, zerstörte Häuser. Und die denken dann angeblich da oben, man sei wirklich Schafhirte. Und wenn einer auf dem Stein sitzt, dann würde ein Kämpfer würde davonlaufen, da saßen wir. Und so sind wir zweimal angegriffen worden. Aber alles dort ist zerstört, die Dörfer zerstört und die Schulen zerstört, die Straßen zerstört. An dem Checkpoint, dem letzten, an dem wir waren, war noch Blut auf der Straße, haben sie den Checkpoint in die Luft gesprengt. Und das passiert jeden Tag. Und diese Saudis unterstützen wir mit unseren Waffen. Und das geht einfach nicht und das werfe ich. Jetzt hat die Bundesregierung die Waffenlieferung mal gestoppt, aber jahrelang. Und die Waffen sind noch da. Warum haben sie die Waffenlieferung gestoppt? Weil er mit der Knochensäge kam. Kinder, sondern weil ein saudischer Journalist mit der Kettensäge zerschnitten wurde in der Botschaft. Wegen dem haben wir die Waffenlieferung gestoppt. Nicht genau, ich kenne ja, ich kenne diese. 10.000 jemenitische Kinder wurden nicht gestoppt. Da war Business gut. Aber mit dem Khashoggi war es, nee, jetzt können wir nicht, jetzt sehen die Blöden aus, jetzt können wir nicht Waffen. Ja, genau, das war dann das zu viel Publicity. Ja. Ja, und das ist die Welt, in der wir leben. Der Bundestag beschließt in 2 Wochen eine Verlängerung des Einsatzes gegen den IS. Im Irak und in Syrien. Das ist verfassungswidrig. Weil für einen Bundeswehreinsatz darfst du nur durchführen im Fall der Verteidigung, wirst angegriffen. Deutschland ist nicht angegriffen worden und es gibt kein Sicherheitsmandat der Vereinten Nationen. Also der Leiter der Rechtsabteilung des Verteidigungsministeriums sagt, das ist verfassungswidrig. Der Bundestag beschließt es. Das ist diese Koalition, die Mosul zusammengebombt hat. Die möchten jetzt noch mal ein Dreivierteljahr oder ein Jahr weiter bomben und die Deutschen sollen dabei aufklären. Und jetzt, ich meine, du bist ein gescheiter Kerl, dir muss ich nicht sagen, hör zu, muss dir vorstellen, die Begründung ist, sie wollen untergetauchte Terroristen finden mit diesem Einsatz. Wie kannst du mit Flugzeugen, mit Tornados einen untergetauchten Terroristen finden? Und der Grund, warum die dahin wollen, ist, die Amerikaner wollen ihre Präsenz in Syrien und im Irak ausbauen. Und wahrscheinlich sind es auch Spionageflüge. Und es wird immer weiter gemacht. Und die Bevölkerung sagt nichts, die Medien schreiben nichts und sagen, ja, wir können ja unsere amerikanischen Freunde da nicht alleine lassen. Und jetzt führen wir den Antiterrorkampf, also es gab ja mal in Deutschland auch Terroristen. Wenn einer auf die Idee gekommen wäre, die mit Tornados zu suchen, hätte man gesagt, der hat einen in der Hand. Krank. Der lebt uns an. Aber die setzen das durch. Ja, wir werden heftig dagegen protestieren. Also wir sind Frederik Wolkan und ich. Ja, wie du auch gesagt, wie du auch schon früher mal gesagt hast, wenn wir in Deutschland in der Stadt 2.000 Terroristen hätten, würden wir auch niemals auf die Idee kommen, die Stadt zu bombardieren und 20.000 Leute umzubringen, würden es danach einen Sieg haben. Niemals. Mhm. Sondern das ist nur okay, wenn es weit weg ist, wenn es halt irgendwelche Araber sind oder Leute, die wir nicht kennen. Aber in Deutschland würden wir das nie machen. Und das ist ja auch ein Affenrassismus. Ja, ja. Das ist ein Affenrassismus. Hat Frederik recht. Ja, ist es, ja. Du wirst sehr nachdenklich, merke ich. Ja, weil ich halt versuche noch irgendwas reinzupacken, bevor wir hier abbrechen müssen. Ich bin Palästinenser. Wusstest du das? Du, ich registriere das gar nicht. Ah, okay. Mir ist es egal. Für mich sind Menschen Menschen. Und ob jemand Palästinenser ist, da habe ich dann besondere Sympathien. Oder ob jemand Iraker oder Syrer ist. Nee, verstehe. Ich bin ja auch, mir ist egal. Von und wo ist Palästinenser? Mir ist zum Beispiel auch egal, ob du aus Freiburg kommst, aus der Nähe. Also, wo ist Palästina? Also ich bin hier geboren in Deutschland, an der Grenze zu Frankreich. Ramallah.
da wo noch Bier getrunken wird. Wird er Bier getrunken? Ich war mal am Grab von Arafat. Da war ich auch, ja. Da bin ich in eine komische Situation reingekommen. Genau an diesem Tag, wo ich dort war, waren wir, also wie man mit dem Goethe-Institut, sind wir aus so einem Camp, haben wir uns so einen Bus gemietet und dann sind wir da ans Grab gefahren. Das war an so einem Todestag von Arafat. Und dann haben die alle aus ihren Autos halt die Fahnen geschwenkt und rumgeschrien. Und das haben die israelischen Soldaten nicht gerne gesehen. Und dann haben die uns einmal angehalten und gesagt, das dürfen wir nicht. Da haben alle im Bus drin gesagt, ja, haben sich voll aufgeregt, sind wir weitergefahren. Und auf einmal haben die es noch schlimmer gemacht, haben sich auf den Bus raus und drauf geklopft und die Fahnen noch mehr geschwenkt. Und irgendwann sind dann wirklich zwei Jeeps vorgefahren, haben uns rausgedrängt und sind wirklich in den Bus reingestürmt und alles wirklich ganz, ganz aggressiv angegangen, mit wirklich diesen MGs ins Gesicht gehalten und so und alle runter auf den Boden und rauskommen und kriechen auf den Boden und was weiß ich was. Komplettes Programm. Nur um uns zu erklären, ab jetzt hebt keiner mehr eine Fahne hoch. Und da siehst du dann natürlich den einen oder anderen, dass er sich dagegen wehren will. Und ich halt als Außenstehender mir immer denke so, okay, ich will wieder heile nach Hause kommen, ich will nicht in eine Situation kommen, wo man sinnlos stirbt. Weißt du? Und da war es auch kurz davor, dass man dann sagt so, ey, die haben ja ihren Finger am Abzug, also um was geht's denn hier so? Und die haben das einfach nicht gern gesehen, dass man diesen Tag so feiert. Und das war so mein Willkommensgeschenk in Vorderstein. Ich gehe nicht gerne ins Westjordanland, ich gehe auch nicht gerne nach Gaza. Es demoralisiert mich total. Total. Wie leben die Menschen dort, unter welchen Umständen? In ja, Gaza zum Beispiel? In Gaza sind die Häuser, die weitgehend zerstört waren, wieder repariert worden von Katar. Vor allem von Katar. Aber die Menschen haben keine Perspektive. Die jungen Leute sagen, was soll ich machen? Ich kann keinen Beruf machen, ich darf nicht ausreisen. Es gibt kein Geld, die Geschäftsleute machen bankrott. Und es ist alles total perspektivlos. Du bist in einem, ja, es ist ein großes Gefängnis. Ja. Und da gibt es dann Leute, die sagen, ja, aber pro Jahr dürfen so und so viele ausreisen. Ja, aus dem Gefängnis kommen auch pro Jahr so und so viele wieder raus. Du kannst nicht frei entscheiden, ob du rausgehst. Und es ist absolut hoffnungslos und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es demnächst wieder einen Krieg gibt. Man nennt das Rasenmähen. Rasenmähen wird wieder mal. Und die Hamas wird dann klein gemacht und es gibt Leute, die sagen, die Hamas braucht auch von Zeit zu Zeit den Krieg. Das ist eine total hoffnungslose Situation und für Gaza interessiert sich wirklich keiner. Für die Israelis beispielsweise, da habe ich auch Freunde, frühere Botschafter und frühere Minister und Geschäftsleute. Die Israelis interessieren sich viel mehr für die Westbank, also das Westjordanland, Gaza. Das ist ein vergessener Ort. Ja, und es ist ein chancenloser Ort und Gaza hat meines Erachtens noch ein schlimmes Schicksal vor sich. Das wird nicht gut gehen. Ja, großes Thema in Deutschland. Ich bin Palästinenser, ich gehe zum Beispiel auf Demo. Ich sag mal gerne was, wenn etwas los ist oder so. Und dann siehst du halt direkt bei meinen Kommentaren, obwohl ich nur für Recht und Unrecht, also auf Recht hinweise und Unrecht hinweise, direkt unterstrichen als Antisemit betitelt. Und da finde ich, dass man da eine bessere Lösung finden muss in Deutschland, um auch mal darauf aufmerksam zu machen, ob ein israelischer Junge was Falsches macht. So, man kann doch nicht komplett einen Strich davor schieben und sagen so, okay, man muss komplett sein Maul halten, weil wir haben noch bei denen einen Kredit offen. So. Weil das, was passiert ist, ist passiert. Das darf nie wieder passieren. Mit Menschen darf man nicht so umgehen. Aber wenn die was Falsches machen, man muss ein gewisses Selbstbewusstsein haben in Deutschland, dass man sagt so, hey, stopp, das ist falsch. Und das muss man auch mal medial wirklich unterstreichen. Natürlich, wir diskutieren ja jetzt hier schon eine halbe Stunde über Themen, die auch mit Israel zusammenhängen. Da kommt kein einziges anti-israelisches Wort, weder von dir noch von mir. Ich diskutiere häufig mit jungen Leuten, ob die noch eine Verantwortung haben für den Holocaust. Und ich sage ja. Wenn die Tür jetzt umfällt, ohne dass du schuld bist und jemanden verletzt, kein Gericht wird dich bestrafen, wenn die Tür einfach zusammengebrochen ist. Aber du wirst sagen, das ist ein Kind verletzt worden. Dafür habe ich Verantwortung. Und bei den Nazis war es ja noch Vorsatz. Ja. Und ich finde, dass wir Deutsche Verantwortung haben.
Aber die Verantwortung bedeutet nicht, dass wir uns nicht mehr für Menschenrechte einsetzen dürfen. Und wenn ich mich oder du dich in Gaza oder in der Westbank für die Menschenrechte der Palästinenser einsetzt, ist das doch nicht Antisemitismus. Nein. Wenn du das zu Ende denkst, würde das ja heißen, dass gegen die Menschenrechte sein, das wäre dann semitisch. Das wäre ja fast eine Beleidigung. Eigentlich ist es eine Beleidigung, zu sagen, es ist antisemitisch, wenn man gegen Menschenrechtsverletzungen Israels protestiert. Stimmt. Aber so wird es dargestellt und da bin ich auch nicht einverstanden. Ich finde, ich bin jemand, der das Existenzrecht Israels anerkannt. Das ist eine historische Entscheidung, die von der UNO getragen worden ist, aber in den Grenzen von 1967. Und das ist schon ein sehr, sehr großes Zugeständnis. Und ich finde, Antisemitismus, wie jede Form von Rassismus, dass man sagt, Schwarze oder und nach Farben oder nach Ethnien, unterscheidet, ich finde das alles ekelhaft. Ich würde jedem entgegentreten, der einem jüdischen Mitbürger ins Gesicht spuckt. Aber ich trete natürlich selbstverständlich auch jedem entgegen, der einem Muslim ins Gesicht spuckt, wie das in München gestern passiert ist. Ja, das ist ja saubere Denkweise, aber wir haben nun mal hier eine mediale Landschaft, wo man wirklich, also ich auch als öffentliche Person, als Rapper, als einer, den die Jugendlichen mögen, seine Platten kaufen, wenn irgendwas irgendwo passiert, ein Muslim hat mal wieder was angestellt, was ganz Brutales oder was Mittelmäßiges, sei es dahingestellt, was, drängt man mich manchmal dazu, also es ist ein bisschen modern geworden, dass man sich dazu äußern muss und distanzieren muss. Dann denke ich mir so, ey, nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich will mich nicht distanzieren, wenn irgendwo auf der Welt irgendwas passiert, was die Religion Muslim trägt. Also so, weil wenn etwa einer was macht, dann macht er was. Wenn ein Christ was macht, dann macht er was. Und das muss einfach bestraft werden. Aber dass man sich so voll auf dieses Klischee einlässt, so distanzierst du dich, und dass das so ein öffentliches Thema wird, so, das finde ich komplett Quatsch. Ja, ja, und in der Logik müsste man ja auch sagen, dass Leute wie Bush, die den Irakkrieg auf Lügen basiert haben, dass die bestraft werden müssen und dass Amerika sich dafür entschuldigen müsste. Das macht Amerika natürlich nicht. Aber ich glaube, wenn nicht nur das, wir müssen uns eigentlich für die Hunderttausende von Menschen, die unsere Kriege umgebracht haben, müssen sich jeder Deutsche hier distanzieren. Wir müssen uns täglich davon distanzieren, dass in Afghanistan Menschen sterben, dass in Syrien kein Mensch, das wissen wir alle nicht. Ja. Von euch wird das immer verlangt. Aber das ich. Auch Problem Terroranschläge jetzt in Neuseeland. Wie viele Deutsche stehen dann da und sagen, ich distanziere mich von diesen Terroranschlägen? Verlange ich aber überhaupt gar nicht. Das meine ich ja. Aber von uns verlangt man das. Das ist ja so fast schon ein Smalltalk, dass mich einer während der Fitness fragt, so, du bist ja Araber, wa? Wie findest du das? So, dann denke ich so, wie? Wenn da, jetzt sage ich auch mal, jemand das zwei Straßen weiter macht, musst du mich doch nicht davon distanzieren. Ist aber eine Modeerscheinung geworden die letzten Jahre, weil man sich im Internet darauf zudrängen kann. Man kann alle mitschuldig machen, indem man sagt, wer sich nicht distanziert, ist mir. Also ich finde Kriege scheiße, ich finde Terrorismus scheiße, aber ich sage jetzt auch mal Zahlen. Die Antiterrorkriege des Westens, beginnend mit Bush, haben über 1,3 Millionen Menschen im Mittleren Osten getötet. Der Terrorismus, den ich verachte, ich war Richter in einem Terrorismusprozess gegen die Rote Armee-Fraktion in Deutschland, der Terrorismus hat im gleichen Zeitraum, also Al-Qaida, IS im Westen, knapp 5000 Menschen getötet. Also da gäbe es, wie der Frederik gesagt hat, ganz viel zu entschuldigen, was wir getan haben. Aber man kann auch Einigkeit erzielen, wenn jetzt hier in dieser Kneipe ein Jude reinkäme und irgendeiner würde sagen, hau ab, du verdammter Jude, würdest du und ich uns dazwischen werfen und würden sagen, hallo. Stopp. Das ist unser Gast, das ist unser Bruder und selbstverständlich kann er hier sein. Natürlich. Und wir würden uns immer von Antisemitismus distanzieren, weil er was Ekelhaftes ist. Aber jetzt den Begriff auszuweiten und Menschen, die sich für Menschenrechte der Palästinenser einsetzen, als Antisemiten zu bezeichnen, ist in letzter Konsequenz eine Beleidigung der Juden. Das ist total beknackt. Und da muss man auch nicht mitmachen. Stimmt, hast recht. Jetzt kommen wir rüber zum Trash-Talk. Deutschrap.
Was kriegst du da so mit überhaupt? Wenig. Wenig, wa? Wenig. Ich krieg wenig mit, weil ich viel arbeite, aber ich finde es schön. Ich finde es schön, ich finde diese, ich beschreibe jetzt wahrscheinlich alles musikalisch völlig falsch, diese Kombination von Rap und dann der manchmal eingefügten melodischen Rap mag ich unendlich. Und deswegen würde ich halt gerne mit dir das Mädchen aus Mosul. Aus Mosul. Diesen Track machen wir zusammen, das ist safe. Wo du rappst und ich ganz leicht nur die Geschichte dieses Mädchens das erzähle. Ah, Faust. Du bist schon ein Level weiter, als ich gedacht habe. Danke dir, Jürgen. Ich danke dir. Danke für deine Zeit, es war mir echt eine Ehre. Und danke für diesen Talk. Meinst du, ja? Ja, meine ich, ja. Weil du stellst dich hin für Sachen, an die du glaubst. 100%, ja. Und das hast du auch für das Buch getan. Genau. Und das Buch ist für mich was ganz Wichtiges, weil es die ganzen Konflikte erklärt. Und zweitens, weil ich mein Honorar schwer verletzten Kindern in Syrien zur Verfügung super, stelle. Super, Respekt. Und da fahren wir dann hin und die kriegen dann nicht nur eine neue Prothese, sondern nachdem sie die kriegen und die Fototermine und alles hatten, und die haben dann nur ein Bein, spielen wir zusammen Fußball. Super. Die spielen mit einem Bein Fußball. Die spielen gut Fußball. Das lachst du, weil du denkst, klar, wegen so einer alten Zocke kann man gut Fußball spielen. Nein, die spielen richtig gut Fußball. Und das Buch, was Freddy und ich gemacht haben, das ist eigentlich mein Lebenswerk. Und wer das liest, kann nicht für Krieg sein. Wer das liest, kann nicht für Terrorismus sein. Und wer das liest, kann nicht für Rassismus sein. Das stimmt. Weder gegenüber den Juden, noch gegenüber den Muslimen. Ich habe das auch mit sehr viel Liebe natürlich supportet und voller Stolz auch meiner Community weitergegeben, dass es genau das ist, was du gerade ausgesprochen hast. So. Und das unterstreiche ich hier nochmal. So. Ich hätte eigentlich gerne gesehen, dass noch mehr Kollegen das von mir in meinem Umfeld posten, machen oder tun. Aber nicht jeder hat einen gewissen Bezug zu so schönen Dingen, die du auf Papier bringst. Ja, die sind nicht alle schön, ja. Ja, aber Wahrheit ist immer schön. Das ist ein schöner Satz. Ja. Das ist ein guter... Sogar wenn es weh tut, trotzdem ist die Wahrheit schöner. Man ist manchmal sehr allein, wenn man die Wahrheit ausspricht, das weißt du auch. Danke dir, Jürgen. Ich danke dir. Mach's einfach.